Ein großer deutscher Schäferhund namens Thor lag jede Nacht zitternd im eisigen Schnee und weigerte sich, seine warme und gemütliche Hütte zu nutzen. Sein Besitzer Andreas war völlig verwirrt. Warum sollte sein geliebter Hund den stabilen Unterstand, der nur für ihn gebaut wurde, ablehnen? Als Andreas schließlich den unglaublichen Grund für Thors seltsames Verhalten entdeckte, war er zutiefst schockiert. Ein gespenstisches Heulen durchdrang die kalte Nachtluft und jagte Andreas einen Schauer über den Rücken. Er eilte zum Fenster und blickte in die Dunkelheit. Sein treuer Hund Thor stand steif da, sein Fell gesträubt mit tiefem Knurren. Eisige Flocken klebten an seinem struppigen Fell, aber er schien die Kälte nicht zu bemerken. Seine Augen waren auf die Schatten jenseits des Hofes gerichtet. Dieses Verhalten war sehr ungewöhnlich für den sonst sanften Thor. Seit Jahren war er in der Nachbarschaft beliebt und für sein freundliches Wesen bekannt. Andreas' ältere Nachbarin Mrs. Wilkins konnte Thors Freundlichkeit bestätigen. Der sanfte Riese begrüßte sie oft mit wedelndem Schwanz und freudigem Lecken. Der Hund hatte eine besondere Bindung zu Mrs. Wilkinson aufgebaut. »Er ist so ein Schatz«, kicherte sie und kraulte seine Ohren. Andreas schüttelte den Kopf und lächelte, gerührt darüber, dass sein treuer Begleiter einen Platz im Herzen der einsamen Witwe gefunden hatte. Thors warme Gegenwart brachte ihr echte Freude. An sonnigen Tagen lag Thor faul im Garten, während die Nachbarin nebenan den Garten pflegte. Sie leisteten sich stundenlang Gesellschaft und genossen die Natur. Mehr als einmal sah Andreas, wie seine Nachbarin Thor heimlich eine frische Karotte zusteckte, die der glückliche Hund eifrig verputzte. Als die schicksalshafte Nacht kam und Thor eine so untypische Aggression zeigte, wusste Andreas, dass etwas nicht stimmte. Schnell zog er seinen Mantel an, um herauszufinden, warum sich der Hund seltsam verhielt. Als er nach draußen trat, spürte er die kalte Luft auf seiner Haut, aber die eigentliche Kälte kam von dem bedrohlichen Knurren, das Thors Kiefern entwich und Andreas warnte, zurückzubleiben. Der sonst so gehorsame Hund kauerte sich defensiv zusammen, jeder Muskel war angespannt und sein scharfer Blick auf die unsichtbare Gefahr in der Dunkelheit gerichtet. Mit einem mulmigen Gefühl stellte er fest, dass dies erst der Anfang einer Reihe von seltsamen Ereignissen war. In den nächsten Nächten wurde Thors seltsames Verhalten immer schlimmer. Jeden Abend rief Andreas' Nachbarin Miss Wilkinson an, die sich Sorgen über einen bösartigen Hund machte, der nach Einbruch der Dunkelheit in der Nachbarschaft knurrte. Andreas musste ihr versichern, dass es nur sein Hund war, der sich in der Nähe seiner Hundehütte ungewöhnlich beschützend verhielt. »Keine Sorge, Miss Wilkins«, sagte er, »Thor ist in letzter Zeit nur ein Wachhund. Er wird niemand mehr etwas tun, das verspreche ich.« Trotz seiner Beschwichtigungen blieb Mrs. Wilkins unruhig und sprang bei jedem Geräusch, das nach Sonnenuntergang von draußen kam, auf. Trotz der bitteren Kälte weigerte sich Thor, in seine kleine Hütte zu gehen. Jedes Mal, wenn Andreas in der Hütte nachsah, sprang Thor auf, knurrte und schnappte und ließ Andreas erschrocken zurückweichen. »Was um alles in der Welt ist in dich gefahren?«, fragte er frustriert. Der treue, liebevolle Hund, den er von klein auf aufgezogen hatte, schien jetzt ein aggressiver Wachhund zu sein. Andreas konnte nicht verstehen, warum. Er beschloss, die Hütte zu inspizieren, während Thor sicher abgelenkt war. Am späten Nachmittag bereitete Andreas Thors Lieblingsspeise zu, ein dickes, saftiges Steak, perfekt gebraten, mit köstlichem Duft. Sobald Thor das leckere Steak roch, wedelte er aufgeregt mit dem Schwanz. Andreas schnitt das Fleisch in mundgerechte Stücke und trug es auf einem Teller nach draußen. »Komm, hol es dir, Junge«, rief Andreas mit fröhlicher Stimme und kniete sich mit dem Teller voller Steakhappen hin. Thor rannte eifrig zu ihm und begann, die leckeren Stücke Stück für Stück zu verschlingen. Während Thor die letzten Reste genoss, bemerkte Andreas, wie Mrs. Wilkins durch die Vorhänge lugte und verwirrt auf das bösartige Tier blickte, das fröhlich den leeren Teller ableckte. Andreas winkte ihr zu und war erleichtert, dass Thor wieder normal zu sein schien. Während Thor sich darauf konzentrierte, die letzten Steaksäfte aufzulecken, stand Andreas langsam auf und ging zur Hütte, wobei er versuchte, lässig zu wirken. Thor bemerkte die hinterhältigen Bewegungen seines Besitzers nicht. Als Andreas schließlich die Tür der Hundehütte erreichte, spähte er vorsichtig durch die Öffnung und entdeckte, was Thor so heftig bewacht hatte. Ihm fiel die Kinnlade herunter bei dem überraschenden Anblick.
Eine Waschbärenmutter und ihre winzigen neugeborenen Babys hatten sich in seiner Unterkunft niedergelassen. Nachdem er den Teller sauber geleckt hatte, sah Thor auf und bemerkte Andreas, der in der Nähe des Eingangs zur Hütte weilte. Er legte den Kopf schief, knurrte aber nicht. Langsam und vorsichtig ging Thor zur Hundehütte und schnupperte. Andreas traute seinen Augen nicht, als Thor sich ruhig vor der Hundehütte niederließ und schützend, aber gelassen über die unerwarteten Insassen wachte. In diesem Moment ergab alles einen Sinn. Thor lehnte sein eigenes Zuhause nicht ab, er beschützte es. Der fürsorgliche Hund hatte Wache gehalten und bereitwillig sein warmes Bett aufgegeben, damit die verletzliche Waschbärenfamilie einen sicheren Ort hatte, um ihre Babys durch den Winter zu bringen. Andreas beobachtete erstaunt, wie die Mutter ruhig wirkte und erkannte, dass dieser Hund ihren Neugeborenen nichts Böses wollte. Eine tiefe, unerklärliche Bindung hatte sich zwischen diesen beiden nährenden Elternteilen unterschiedlicher Spezies gebildet. Mrs. Wilkins kam heraus, das Gesicht voll Sorge. »Andreas, ist alles in Ordnung mit dir? Ich habe gesehen, wie das Biest dich bedrohlich umkreist hat.« Ihre Stimme verstummte, als sie Andreas' Blick zur Hundehütte folgte, und ihre Augen weiteten sich beim Anblick der Waschbären, die sicher drinnen waren, während Thor friedlich Wache hielt. »Also, ich werde«, hauchte sie und schüttelte ungläubig den Kopf. Nach all den Jahren, in denen sie Streuner gefüttert hatte, hatte selbst sie noch nie etwas so Ungewöhnliches gesehen. Sie schenkte Andreas ein warmes Lächeln. »Dein Hund hat ein Herz aus purem Gold, nicht wahr?« Von diesem Tag an tat Andreas alles, was er konnte, um die ungewöhnliche Familie zu unterstützen. Er stellte regelmäßig Schüsseln mit Wasser und Haufen von waschbärfreundlichem Futter wie Fisch, Beeren und Proteinpellets vor der Hundehütte auf. In der Zwischenzeit hielt der selbstlose Thor Wache und verzichtete auf seine eigene Wärme und Behaglichkeit, um die Waschbären durch Schneestürme und Unwetter zu bringen. In einer windigen Nacht schaute Andreas ängstlich aus dem Fenster auf die Hütte. Sein Herz schlug bis zum Hals, das kleine Gebäude sah durch den heulenden Wind und die verstreuten Trümmer ramponiert aus. Wo war Thor? Er blinzelte durch den Schneesturm, bis er den Hund sah, der verzweifelt am Eingang herumfuchtelte, winselte und etwas anstupste. Andreas warf sich seinen dicksten Mantel über und rannte durch den aufgewirbelten Schnee nach draußen. Die Waschbärenbabys waren im Sturm verstreut, zitterten und heulten, während sie mit stechendem Schneeregen überschüttet wurden. Schnell hob er die winzigen, frierenden Körper in seine Arme und drückte sie fest an sich, während er zurück zum Haus eilte. »Die Mutter, wo ist sie?« Andreas suchte durch den lauten Wind und das Grauen füllte seine Brust. Drinnen legte er die Waschbärenbabys behutsam in ein Nest aus alten Handtüchern, rannte wieder nach draußen, um nach der Mutter zu suchen. Schließlich entdeckte Andreas eine reglose Gestalt nahe der Baumgrenze. Er stolperte halb rutschte er zu dem herzerreißenden Anblick hinüber. Die tapfere Waschbärenmutter lag regungslos im Schnee. Ihre trüben Augen starrten ausdruckslos in den Sturm. Tiefe Schürfwunden kennzeichneten ihre Seiten. Die brutale Kälte hatte ihr die Kraft geraubt und sie zu schwach gemacht, um zu Thors Stand zurückzukehren. Sie hatte ihre letzten Atemzüge getan, um ihre hilflosen Kinder in Sicherheit zu bringen, getrieben von der Liebe einer Mutter, bis ihr Körper nicht mehr konnte. Sie war tot, weil sie dem strengen Winter ausgesetzt war. Ihre schlaffe Gestalt lag zusammengeknautscht im Schnee. Andreas sank auf die Knie, als Thor sich näherte, um den gefallenen Waschbären zärtlich zu streicheln, um seine tiefe Trauer mitzuteilen. Lange trauerten Andreas und der Hund um den tragischen Verlust der selbstlosen Mutter, die ihr Leben geopfert hatte, um ihre Jungen zu schützen. Danach wusste Andreas, dass er die Aufopferung und die Liebe der Waschbärenmutter für ihren Jungen ehren musste. Mit Thors hingebungsvoller Hilfe zog er die verwaisten Waschbären auf, fütterte sie, hielt sie sauber und sorgte dafür, dass sie sich im Haus sicher und warm fühlten. Wenn es zu viel wurde, war Mrs. Wilkins eine Lebensretterin. Sie half bei der Pflege der Babys. Nach einigen Wochen waren die einst schwachen kleinen Tierchen zu gesunden, neugierigen Waschbären herangewachsen, die bereit waren, in die Wildnis zurückzukehren. Schweren Herzens, aber dankbar, sahen Andreas und Thor zu, wie die Kleinen in den Wald huschten, für immer verbunden durch Liebe, Beharrlichkeit und Tragödien.
Im Rückblick auf diese langen Wintermonate erkannte Andreas, dass Thors selbstlose Fürsorge eine tiefgreifende Lektion enthielt. Thor hatte sich um die Waschbärenbabys gekümmert wie um seine eigenen. Seine bedingungslose Barmherzigkeit sogar über Artengrenzen hinweg zeigte, dass Liebe die widerstandsfähigsten und unwahrscheinlichsten Familien schaffen kann. Wenn diese herzerwärmende Geschichte deinen Geist erweckt und deinen Glauben an die Kraft der Freundlichkeit gestärkt hat, lass es uns in den Kommentaren wissen. Gib diesem Video einen Daumen nach oben, wenn du denkst, dass Helden wie Thor all die Liebe und Unterstützung verdienen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.